Droge auf Rezept, Cannabis kann Schmerzen lindern. Morgens ein Joint und der Tag ist ein Freund, so witzelten die Hippies in den 60er Jahren. Aber Cannabis ist auch ein ernstzunehmendes Medikament. Es hilft Schmerzpatienten. Die Droge gibt es hierzulande auf Rezept in der Apotheke. Am kommenden Dienstag entscheidet das Verwaltungsgericht Köln, ob ein Würzburger künftig Cannabis sogar selbst anbauen darf. So wie andere morgens ihren Kaffee mahlen, zerkleinert Günther Weiklein in seiner Mühle Cannabisblüten. Die Droge bekommt er auf Rezept, denn der 49-Jährige leidet an unerträglichen Schmerzen. Vor 12 Jahren veränderte ein schwerer Verkehrsunfall sein Leben. Günther Weiklein war mit dem Motorrad unterwegs. Ein Fahranfänger nahm ihm die Vorfahrt. Die zahlreichen Knochenbrüche sind geheilt. Geblieben sind chronische Schmerzen. Ich hatte also vorher unter der Schulmedizin fast keine Lebensqualität mehr. Dadurch, durch den schlechten Schlaf, durch den unruhigen Schlaf, war für mich auch der nächste Tag meistens komplett im Eimer gewesen. Und all das habe ich jetzt mit Cannabis eben nicht mehr. Cannabis ist ein altes Arzneimittel, fördert die Wundheilung und lindert Krämpfe und Schmerzen. Doch Cannabis hat auch Suchtpotenzial und ist deshalb in Deutschland illegal. Zu Cannabis kam ich persönlich jetzt an einem Wochenende eines Abends in einer Runde mit Freunden zusammen, wo eben auch Cannabis konsumiert wurde. Es ist ja nicht so, dass es nicht verfügbar ist, sondern es ist ja weit verbreitet. Anfangs rauchte Weiklein Joints, doch seit einem Herzinfarkt meidet er Tabak und konsumiert die Droge über einen Vernebler. Ja, nach dem Inhalieren jetzt mit diesem Gerät verspüre ich die Wirkung relativ schnell. Das heißt, innerhalb einer halben Minute tritt bei mir dann schon eine Lockerung der Muskulatur ein, eine Entspannung. Und dadurch wird auch der Schmerz jetzt gemildert. Er ist nicht weg, aber ich bekomme meine Schmerzen damit so weit in den Griff, dass ich damit leben kann. Nur in Ausnahmefällen gibt es die Droge auf Rezept. Der Schmerztherapeut Rainer Plies beantragte bereits für mehrere Patienten eine Ausnahmegenehmigung an der Bundesopiumstelle. Ich muss viele Auflagen beachten. Ich muss also erst mal gucken, dass der Patient einigermaßen in Ordnung ist. Ich muss sogar im Prinzip darauf achten, dass er nicht dealt und lauter so Zeug, was ja die Leute gar nicht interessiert. Die wollen ihr schmerzenlos sein, die wollen das rauchen und dann sind die zufrieden. Die Drogen beziehen Patienten dann über ausgewählte Apotheken. Neben den Blüten gibt es das Extrakt auch als Tropfen oder Pillen. Bislang dürfen bundesweit 270 Patienten Cannabis offiziell konsumieren. In Deutschland leben laut Ärztekammer rund 6 Millionen Schmerzpatienten. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung will Cannabis nicht legalisieren. Marlene Mortler sieht jedoch Handlungsbedarf. Ich meine, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass wir im Bereich Cannabis als Medizin durchaus tiefer nachdenken müssen, um noch mehr Menschen in unserem Land auch die Chance zu geben, das Ganze quasi via Krankenschein bzw. via Antrag zu genehmigen. Insbesondere in der letzten Lebensphase kann Cannabis helfen. So wie im Würzburger Juliusspital kommt es beispielsweise bei Tumorpatienten zum Einsatz. Die Droge lindert die Übelkeit und fördert den Appetit, erklärt Chefarzt Dr. Rainer Schäfer. Jedoch kann sie sich nicht jeder Patient leisten. Wir haben die Situation, dass wir es zwar verordnen können auf Betäubungsmittelrezept, aber dass die Krankenkassen, die Kostenträger, es nicht übernehmen müssen. Und das ist doch im Einzelfall für die Patienten sehr schwierig, weil das Präparat relativ teuer ist. Günther Weiklein weiß, viele Schmerzpatienten bauen Cannabis illegal an, weil sie sich nicht anders zu helfen wissen. Er selbst will die Droge auf seinem Balkon legal anbauen und klagt deshalb. Ich habe einen genehmigten Tageskonsum von 2 Gramm, den ich mir nie und nimmer leisten kann. Aber würde ich jetzt das alles komplett aus der Apotheke beziehen, kämen monatliche Kosten von etwa 900 Euro auf mich zu. Und das ist ja schon fast die Hälfte des uns zur Verfügung stehenden Einkommens.
Genehmigt das Verwaltungsgericht am Dienstag den Eigenanbau, rechnet Günther Weiglein damit, dass er rund 90% der Kosten seiner Schmerztherapie sparen könnte. Nun forschen Mediziner, ob Cannabis auch zur Therapie bei zum Beispiel Depressionen und multipler Sklerose eingesetzt werden kann.